Ich bin für Speichern. Ja. Wenn ich mit dem Amdi aufnehme, speichere ich ganz auf. So. Möwen, ihr könnt jetzt abhauen. Die Krake ist tot übrigens. So, was machen wir jetzt? Du könntest einmal nach Preludien und dann von Preludien aus zur Terrainsel. Und dir oben auf dem Dächlein der Terrainsel mit der Putt-Putt-Frucht was holen. Die ich wieder einkaufen muss, weil mein Speicherstand hier abgekackt ist. Genau die. Ja. Yep. Sehr gut. Aber auf Preludien der Händler hat welche. Die haben ja alle welche, oder nicht? Nee, manche haben auch nur Pfeile, Bomben und... Ja, aber hat das nicht nur dieser Kriegsterry-Händler, den es nur einmal gibt? Nee, der hat Flasche, Herzteil und Seekarte. Zu dem muss ich dann übrigens auch nochmal hin. Ja. Die Seekarte führt übrigens auch nochmal zu dem Herzteil. Ja, die ganzen Schatzkarten mache ich eh später. Ja. Das mache ich eh offscreen, da, ne? Wow. Machst du dann einen Zusammenschnitt? Ja, genau, jede Kiste hintereinander. Du brauchst übrigens noch eine Putt-Putt-Frucht. Da war was. Du hast jetzt voll dahin gebrannt. Und der Wind steht falsch. Ja, ich wäre ohne Putt-Putt-Frucht hingebrettert und hätte dem Schweinefutter hingeschmissen. Ja, von epischen Schweinen die Klippen runterspringen. Mein Schwein. Aber es hat überlebt. Wie sich so die Klippe gestellt hat. Hm. Weißt du, da schmeiße ich schon einmal von der ersten Klippe runter und zeige dem Schwein, dass das wehtun kann. Denkst dir das Schwein, hey, das tat ja gar nicht weh, dann tue ich das jetzt nochmal. Terry Händler. Hast du eigentlich schon alle 50 Schatzkarten? Puff, nein. Holst du denn noch alle 50? Ich werde es versuchen. Wolltest du nicht 100% machen, dann musst du auch alle 50 holen. Ich bin mir noch nicht sicher. Und denk dran, dass du dir auch noch bitte die Baumquest holst. Ja, das ist so das, was mich an den 100% hindern will, weißt du? Ach, so schwer ist das doch gar nicht. Mit Nintendo werde ich ja auch nicht machen. Ach, Nintendo geht. Ich habe hier gerade eine. Warte mal. Ach, ich bin jetzt einfach mal dreist und schick dir das während der Aufnahme in Skype. Professionell! Sieht ja keiner. Bumm. So, jetzt ist da mal eine Komplettlösung für die, ne? Für ja. Den. So, Putt-Putt-Frucht habe ich, jetzt kann ich zur Terrainsel. Genau. Ja, die liegt im Osten. Wie er das aus dem Kopf weiß. Natürlich weiß ich das aus dem Kopf. Ich kenne diese ziemlich ganze Seekarte aus dem Kopf. Ich hab euch gesagt, der Typ hat das gesuchtet. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's gar nicht gesuchtet, ich hab's nur sieben... So gefressen hat er's, gefressen. Ich hab's nur achtmal durch. Achtmal, weißt du, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich's beim ersten Mal, wo ich's damals gespielt hab, durchgespielt hab. Ich hab's achtmal durch und davon dreimal auf 100%. Ansonsten hab ich's nicht wirklich gesucht. 100%? Was denn? So aus Boringness, weißt du? Nee, immer wenn mir langweilig ist, dann... Ja, Boringness. Das ist Boringness. Nee, immer wenn mir langweilig ist, schmeiße ich meinen PC an, schließe meine Wii an und dann suchte ich das mal eben noch schnell durch. Ja, das kriege ich in 10 Stunden hin, über einen Tag. Ja, du kriegst ja auch Ocarina of Time in 10 Stunden hin. Ach komm, das war einmal. Ja. Einmal? Hey, dieses Spiel war neu. Ja, Wind Waker war auch mal neu. Ja, da habe ich es auch ein paar Tage durchgesucht. Heißt ja nix. Ich bin übrigens stolz auf meine Karte, dass sie schon so weit aufgedeckt ist. Ja, da fehlen aber noch 3 Felder. Ja, die, ne. Die müsst ihr auch noch machen. Da ist, glaube ich, noch ein Riff bei und noch irgendwas anderes. Mhm. Das ist logisch. Oben auf der Insel ist übrigens ein Herzteil. Ja, deswegen bin ich hier, glaube ich. Yep. Das goldene Schiff habe ich schon. Mit der Triforce-Karte, wo ich das Schiff da hinten gerade sehe. Das habe ich schon. Sehr schön. Da bin ich zufällig dran vorbeigefahren und dachte mir, hey, dann machst das du mal eben kaputt. Sehr gut. So, komm mal her, Mö. Muss ich am Land sein? Nee, aber du musst ein bisschen mehr an Möwen dran sein und nicht 10 Meter vom Festland weg. Das sind keine 10 Meter. Stimmt, es waren mehr. Ja. So, ich finde das mit den Möwen übrigens blöd. Naja. Episch wäre es, wenn so ein anderer Vogel ankommt und blab. Nee, das habe ich überhaupt nicht gern. Ein Rubin. Nee, lass ihn liegen. Hey, das ist ein Herzteil. Wow. Das fehlt. Ja, mit dem... Und jetzt?
Jetzt habe ich's, oder was? Anscheinend. Das ist das unepischste Herzteil, was es gibt. Ja. Es ist ja voll lame. Ein Herzteil würde ich jetzt noch gerne machen. Ah, okay. Container Goal. Ja, das können wir gerne machen, dann haben wir einen voll, ja. Das wäre wo? Ich überlege gerade. Du überlegst nicht, du guckst auf deine Karte. Wie wär's mit Ichthusk? Das können wir machen. Da kann ich mich sogar hinporten. Genau deswegen meine ich ja Ichthusk. Falsch rum. So. Ich guck gar nicht auf die Karte, ich guck auf eine schriftliche Lösung, die ich mir mal selbst getippt habe. What the fuck? Ja, so eine kleine Übersicht. Ich hab's gesagt. Ich hab's euch gesagt. Wow. Die ein, zwei Mal. Der Typ tippt sich eine Komplettlösung. Und so, nennt es dann kleine Übersichten. Ja, ich wollte mir die Herzteile von den Schatzkarten getrennt von den Herzteilen, die normalerweise sind, haben. Ja, nee, ist klar. So, da muss ich jetzt, spiralförmige Insel. Ah, ich weiß welche, ja. Von einer spiralförmigen Insel musst du den Wind erstmal nach Nordwesten drehen. Und dann muss ich sowieso auf die Hauptinsel, wo ein Herzteil ist. Also muss ich da doch rübergleiten. Ich habe ganz Zeit überlegt, wie das geht. Mit Nordwestwind. Okay. Mhm. Diese Insel ist übrigens kaputt. Ein bisschen. Aber sieht immer noch schön aus. Richtig schnuckelig. Hier möchte ich auch wohnen. Ja, möchte ich. Da fällt mir ein, apropos wohnen, auf mein Anwesen muss ich auch noch. Stimmt, da musst du eh hin wegen der Karte. Yep. Und da gibt's, glaube ich, auch noch ein Herzteil. Ja, ich glaube auch. Oben rechts. Auf der Insel. Wie das aus dem An Kopf dem halt. Baum müsste eins sein. Hast du das in deiner kleinen Komplettlösung stehen? Nee, den weiß ich jetzt tatsächlich Guck mal, auch nicht. Ein Baum! Kommt schnell gießen. Jetzt so, musst wohin du nach muss ich Nordwesten. Jetzt? Auf die Hauptinsel, warte. Du musst nach Nordwesten auf die Hauptinsel fliegen. Ach, warte mal, da hinten ist eine Kiste auf so einem kleinen Absatz. Da muss ich bestimmt drauf. Genau. Das weiß ich noch. Nein! Ich habe vergessen, das Blatt auszurüsten. Ja, Faceform, mach es ruhig. Gott! Ich habe nicht genug magische Energie, das könnte knapp werden. Mhm. Hättest du jetzt einen Tingle-Ziever, könntest du dir magische Energie kaufen. Bla bla bla. Was denkst du, warum ich mir den anschließen werde? Den Tag hier? Cheater. Das heißt, du Cheater, ich nutze Spielmechaniken aus. Oh. Du fails übrigens. Ja, ich mit der Kamera. Weißt du, wenn du dann andere Projekte spielst und die Kamera da wieder anders ist, komme ich bei Zelda nicht mehr damit klar. So, ich komme mit der Zelda-Kamera sehr gut klar. So, und ich werde es nicht schaffen, weil die Magie, obwohl das ist jetzt so die Länge von der normalen Magieleiste, das müsste reichen. Mhm. Versuch's. Miau. Schaffst du locker. Sieht gut aus. Wenn ich jetzt nicht daneben flieg. Haha. Herzteil. Hauptsache keine Schatzkarte. Ich mag Schatzkarten nicht. Da muss man so viel suchen. Ja. Und ich habe einen Herzcontainer voll. Yay. Wuh, wuh. Oh. Ja, Controller trollen mich. Brauchst du nur noch 7? Nur noch? Da ist der fliegende Händler, by the way, wieder. Der kommt das nur nachts, glaube ich. Ja, du weißt aber, dass es insgesamt 3 fliegende Händler gibt, ne? Ja. Auf der Mutter- und Kindinsel, auf Ichthus und auf Isla Bomba. Auf der Mutter- und Kindinsel außen? Ja. Da ist muss jetzt ich jetzt mal dass hin. Mein Schiff da hinten ist. Ja. Und ich dachte, meine Wii kackt wieder ab. Ich hatte gerade einen Einbruch. Naja. Du sollst speichern. Ja, ich glaube auch. Ich speichere jetzt im Wasser, ist ja egal. Ja, du bist eh immer. Ja, ich werde eh auf die Insel geportet. So, sehr gut. Dann mal schnell dahin schwimmen. Schiff! Weißt du, das Schiff kann reden und alles, aber selbst mal zu einem kommen. Nö. Soll er schwimmen? Ich finde es übrigens episch, um welche Uhrzeit wir immer aufnehmen. Ja. Ich meine, nachts 1.42 Uhr. Hey, lass mal aufnehmen. Ja, klar. Wann sonst? Hast du noch ein schnelles Herzteil? Dann machen wir das noch. 6 Augenriff hätte ich. Ist das schnell? Besiege die 3 Monster in dem U-Boot, um das Herzteil zu bekommen. Im U-Boot? Ist das so ein U-Boot, wo man reingehen kann? Ich denke ja. Im 6 Augenriff. Wo ist das 6 Augenriff? Oh, wo ist meine Karte? Warte, ich habe die Karte ja schon weit aufgedeckt. Vielleicht finde ich es ja. Ja, ich kann auch eben auf meine Karte, die ich mir selbst draufgezogen habe, gucken. Auch solange du sie nicht selbst gezeichnet hast, ist alles in Ordnung. Nee, ich habe sie nur selbst beschriftet.
Sag nichts. Sechs Augenriff ist im Quadrant. Oh Gott, Ja. D4. A, B, C, D, 4. Also hier neben den Turm der Götter. Genau. Da müsste Mimo sein. Links daneben. Okay. Im Westen. Hallo Turm der Götter, lange nicht gesehen. So, Ja, trotzdem wieder erkannt. Will Weston. We want Weston. Weston ist there. Ja, Da, ich da sehe ist auch das schon Riff das schon. Riff. Ja. Müssen wir noch das U-Boot finden. Ach was. Und wenn der Wirbelsturm mich jetzt kriegt, krieg ich Kotzen. Hau ab. Der dreht dich doch nur einmal. Ja, der dreht sich einmal plötzlich schnell und hat mich dann. Ja, und dann bist du eben einmal kurz weggewirbelt, aber du bist ja nur ein paar Meter Genau wie weg. mich am Anfang der große Wirbelsturm immer getrollt hat. Der war überall. Der große Wirbelsturm ist ja auch böse. Der große Wirbelsturm haut dich ja auch knapp vier Felder weg. Ja, der war überall, egal wo ich war. Der ist auf drei verschiedenen Inseln. Und war das Zufall? Aber er war Ich irgendwie, ich hab. glaube, das da hinten ist ein U-Boot. Oder eine Insel. Ah ne, da ist es. Ne, das ist ein Schiff. Da muss ein U-Boot sein. Schwimmen wir einmal um die Insel rum. Aber eine Insel? Hui, die Ja, Mutti. das ist. Ne, ist eine Das. Insel. Oder? Ja. Ist zu weit weg vor allem. Die U-Boote sieht man aber auch schlecht. Da hinten, glaube ich. Da sind ganz viele Boote. Ja, da sind zwei solch kleine Boote und ein U-Boot dazwischen. Das wird Tag. Aber es gewittert. Das ist natürlich nicht schön. Wow! Wow! Guck mal, die hat zwei Augen. Egal. Aha! Hier! Das Vieh Was ein trollt. Fall. Wieso sind hier so viele? Alter! In den Augengriffen immer von den Viechern mehrere sind. Tatsache? Ja. Ich find's immer schrecklich, wenn du auf irgendeine Insel zufährst und dann die ganzen explodierenden Fässer hochkommen. Das ist bei der verwunschenen Bastion überall so, die drei Inseln Ich glaube, bei umgerundet einer ist. anderen auch noch. Ja. So. Hab ich schon erwähnt, dass ich beim Segelspiel unten immer 150 Rubine geholt habe? Ich weiß gar nicht, wie viel ich geholt habe. Also ich habe immer volle Punktzahl. Alter, ja, tauch vor mir auf. Das sieht gut aus. Mehrere Flosse und Sieht ein voll U-Boot. aus. Sieht voll Ja. aus wie ein U-Boot. Okay. Njaum. Ist überhaupt nicht auffällig hier, dass hier was Nö. sein könnte und so. Nee, Quatsch. Hast du was gesehen? Ich glaube nicht. Nein, siehst du was? Ich glaube, ich muss hier wieder weiterfahren. Ja, hier ist nichts, garantiert. Ich mag die U-Boote übrigens nicht. Ich liebe sie. Hey, freust du dich schon auf die 50 Ebenen auf Präludien? Total. Gut, dass ich die vorhin nicht gemacht habe, als meine Wii abgekackt ist. Ja, boah, das wäre episch gewesen. Nein, zieh das Schwert! Und spring ihn an. Wie so ein Moblin ohne Schwert machen ist doch geil. Der kriegt dich jetzt übrigens gleich weg. Pass auf. Ach, schade. Ach was, der kriegt mich nicht. Wabbellippe. Ein Moblin. Moblin. Ja. Die sind Ich finde das Moblins. gut, mit dem A-Angriff kriegst du die erstmal schön weggebasht und dann haust du den aufs Maul. Die Wow, dünnen wie habe ich Viecher. verfehlt. Die dünnen Viecher heißen Goblins? Die heißen Goblins heißen Moblins? die auch? Ja, die Ja, ich nenne die kleinen. immer Moblins. Nö, Heißen die. die kleinen heißen Goblins. Und Echt? dann gibt es noch die ganz kleinen mit der Teufelshacke, die heißen Petit. Ja, genau, die ja. Das sind Petitblins. Oh Gott. Steht das irgendwo? In meiner selbst notierten Komplettlösung, weil ich mir die ganzen Statuen geholt habe, meinem 100% Run. Petitblins? Ja. Ich nenne sie immer nervende Viecher. Naja, ich hau sie immer mit dem Stahlhammer platt. Ja, das ist natürlich episch. Das sieht episch aus, wenn sie dann so flach auf der Erde sind. Ja. Ein So. Herzteil. Das fünfte mit mir. Wow. So, und wir nehmen jetzt schon wieder fast eine Stunde auf. Jo. Eigentlich ja nicht, aber ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen, weil wir haben ja noch einen kleinen minimalen Lag drin gehabt. Ich nenne es mal Lag. Es war, it's not a bug, it's a feature. Genau. So, und dann bleibe ich hier stehen.
verabschiede mich, bedanke mich beim lieben Amde. Bitte, bitte, immer gerne. Den Amde hole ich mir bestimmt nochmal irgendwann. Kannst du machen, hast du noch ein paar Herzteile vor dir. Ja, ich habe ja noch einiges vor mir. Und dann sage ich mal tschö, tschö, bis zum nächsten Mal.